Herr Dr. Behrens, ich freue mich, Sie heute hier bei der Roten Couch Express begrüßen zu dürfen. Wir sprechen heute über eine neue Produktfamilie aus dem Hause Mikronass. Welche Funktionen kennzeichnen denn diese neue Controller-Familie? Ja, wir reden hier über eine Familie von System on Chips. Lösungen für die Ansteuerung von Motoren, sowohl von Brushmotoren als auch Brushless-Motoren als auch Steppermotoren. Die Familie zeichnet sich aus durch eine Höchstintegration, das heißt, die haben sowohl die Brücken integriert, um direkt den Motor zu treiben, sie haben die Spannungsversorgung integriert, um direkt an 12 Volt Automobilnetze angeschlossen zu werden, und sie haben auch das Linterface integriert, um direkt mit dem Controller zu kommunizieren. Die Baugruppen beinhalten einen 32-Bit ARM Cortex-Prozessor. Damit haben Sie extrem viel Rechenleistung für sehr aufwendige Algorithmen, die Ihnen helfen, den Motor entsprechend anzusteuern. Die ganze System-on-Chip-Familie ist implementiert in einem 0,18 μ CMOS High-Voltage-Prozess mit integriertem Flash und ist momentan die höchst integrierte Lösung zur Ansteuerung von diesen Brush-, Brushless- und Steppermotoren auf dem Markt. Für welche Anwendungen ist die Produktfamilie vorgesehen? Die Produktfamilie findet Anwendung in Applikationen wie zum Beispiel Kühlergrill-Einstellungen, wo die Klappen automatisch den Kühlergrill auf- und zusteuern. Sie findet Anwendungen in Lüftersteuerung, wie zum Beispiel Lüftung von LED-Lichtern. Sie findet auch Anwendungen in allen Arten von Pumpen und Klappen im Auto, wie zum Beispiel bei der Klimaanlage, wo die Klappen gesteuert werden, um Luftzufuhr zu erhöhen oder zu erniedrigen. Welche Vorteile bieten Sie wirklich damit dem Anwender? Durch die Höchstintegration hat der Kunde den Vorteil, eine Motorsteuerungslösung auf kleinsten Raum zu implementieren. Er braucht so gut wie keine externen Komponenten. Wir haben einen leistungsfähigen Prozessor. Mit diesem leistungsfähigen Prozessor kann ich extrem aufwendige Algorithmen implementieren, die erlauben, den Motor sehr effizient zu steuern. Damit verbraucht der Motor weniger Strom und hilft auch, die Emissionswerte zu erniedrigen. Zudem ist der Baustein so flexibel, dass ich ihn für verschiedene Motorsteuerungen einsetzen kann, und damit wird die Cost of Ownership für den Kunden extrem reduziert. Letztendlich haben wir einen ARM Cortex als Core drin, und die Toolchain, die damit kommt, ist eigentlich im Markt überall bekannt, und die Softwarekosten sollten daher für den Kunden auch minimal sein, wenn er von einer Motorlösung auf die andere Motorlösung geht. Herzlichen Dank für dieses Interview und noch ganz viel Erfolg auf der Elektronika. Vielen Dank.